Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter. Im letzten Part hatten wir den Vulkan beendet und ja, das mit Prinzessin Peach mal wieder gestartet gehabt. Und haben dann im letzten Part noch eine Truhe aus dem Vulkan fliegen sehen, die hier gelandet ist. Ich habe die jetzt offscreen schon mal gesucht, nicht wundern. Und da ist mir gerade noch eingefallen, der Typ da hinten, den wollten wir ja auch noch abchecken. Aber wir gucken jetzt erstmal, was in der Truhe drin ist, würde ich sagen. Vulkan war es oder was? Ein Schatz aus dem heißen Höhlen des Lava-Lava-Bergs. Den müssen wir doch bestimmt Colorado bringen. Da werden wir auf jeden Fall gleich mal hingehen. Und ich möchte aber nochmal kurz dahinter gehen. Haben wir mit What eigentlich hier schon alles abgesucht? Ich muss auch auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Schon lange nicht mehr am Start gewesen. Hier in Paper Mario. So, warte mal, wie komme ich denn eigentlich? Wo kann ich denn eigentlich in See stechen? Hier. So, einmal mit Sushi an den Start. Und ja, theoretisch müssen wir jetzt einfach wieder zurück, ne? Zurück nach Tod Town, theoretisch. Und ihr habt mir schon gesagt, ich soll eigentlich jetzt mal ein bisschen Backtracking machen. Und wollte das ja eigentlich offscreen machen. Oh, hallo, wie geht's? Wie? Du möchtest den Samen? Oh, dich habe ich ja völlig vergessen. Ich habe ihn jemanden... Na toll. Tut mir leid, ich bin so großzügig, dass ich einfach jedem etwas geben muss. Okay, also krieg ich von dem den Samen dafür, dass ich ihm die Vase gebe. Ist ja auch irgendwie komisch, oder? Na gut. Also ich habe da jetzt irgendwie ein bisschen mehr erwartet. La 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 la. Aber gut, dann gehen wir mal fix zu Colorado. Und dann, ja, brechen wir auf, zurück nach Tod Town. Unsere Hindernisse haben wir ja schon beseitigt. Ihr habt mir ja schon erzählt, dass der... Warte mal. Das war sinnlos, ne? Das war sinnlos, ja. Junior Trooper. Ja, der hätte eigentlich erst kommen müssen, jetzt in dem Moment, wo ich jetzt zurückgehe. Aber wir haben ihn halt vorher schon weggeklatscht, haben ein paar extra Erfahrungspunkte gesammelt. Ich meine, das ist doch auch okay, oder? So, hier, guck mal. Oh Mario, gütiger Himmel, das ist der Schatz. Wie in aller Welt hast du... Nun, ich glaube, das steht jetzt nicht mehr zur Debatte. Du wirst ihn mir doch geben, oder? Oh, du gibst ihn mir? Ja? Oh, wie absolut wunderbar. Guter Mann, du bist wirklich das Salz in der Suppe. Salz in der Suppe. Ein Hoch auf dich. Ja, ich glaube, es ist nur gerecht, dass ich dir das hier als Dank überlasse. Hier, ein Zaubersamen. Danke. Ein Knospi hat ihn mir gegeben, als ich die Gegend durchforstet hatte. Ich bin sicher, dass es sich um einen besonders wertvollen Samen handelt. Handeln muss. Aber ich habe kein Interesse daran. Jetzt, da ich den Schatz habe, erkläre ich dieses Abenteuer zu einem vollen Erfolg. Was für eine fantastische Expedition. Sie wird für immer in die Geschichte der Archäologie eingehen. Nun denn, alter Junge, lass uns verschwinden. Auf nach Tod Town. Ja, war sowieso eher so nebensächlich, ne? Wie viel Geld haben wir aktuell, Leute? 122, jetzt nicht so viel. Ich hätte gern ein bisschen mehr Kohle, tatsächlich. Naja, gut. 64 Erfahrungspunkte aktuell. Oder Sternpunkte, wie auch immer. Oh, warte mal, wir haben ja hier den Shortcut. Keine Ahnung, was jetzt schneller ist. Ich gehe durch die Röhre. Und theoretisch hat man jetzt hier nicht irgendwo eine Stelle, wo man nicht weiterkam. Und... Oh. Na toll. Gegnerischer Erstangriff auch noch voll ins Gesicht. Ich habe den schon abbekommen, den Schaden. Oh Gott. Okay, Superbeben. Ja. Oh, guter Schaden, guter Schaden. Okay, und dann machen wir mal... Eigentlich ist egal. Bauchlandung. Die sind jetzt nicht so krass. Ganz ehrlich.
So, und dann können wir ja theoretisch... Reicht das, wenn ich einfach nochmal mit dem Hammer drauf hau? Jo. Eisschaden mache ich auch noch. Ja, keine Ahnung. Wollen wir den Eisschaden jetzt erstmal wieder ablegen? Weil theoretisch... Gott. Bleibt mir fern. Aber die Münzen hätte ich schon gern. So. Ja, ich glaube, wir können uns erstmal wieder ein bisschen umrüsten, ne? Ich glaube, Feuergegner sind erstmal out. Powersprung. Ach komm, den machen wir jetzt raus, den Powersprung. Paradouts. Doppelangriff. Ich weiß halt nicht. 4 BP, 2 BP. Wie groß ist der Unterschied? Ich habe jetzt 5 Schaden mit dem gemacht. Ich würde gerne mal gucken, wie viel Schaden ich mit dem mache. Und... Ausweicher. So, ich glaube, die Ice Power können wir halt erstmal wieder rausmachen. Genauso wie... Ich glaube, das können wir auch erstmal rausmachen. Genauso wie das Feuerschild. Ich glaube, das kann alles erstmal raus. So, Zahltag. Je mehr Schaden Mario erleidet. Bla bla bla. Spion bleibt mal bei Hammer jetzt auf jeden Fall erstmal drinnen lassen. Was? Mario hat Sternpunkte, wenn er aus dem Kampf flieht und mindestens einen Gegner besiegt hat. Okay, das brauchen wir nicht. Glück gehabt. Ich glaube, Verteidigung ist an sich ganz geil. Ich würde... Haben wir nicht auch einen Angriffsorden noch? Haben wir da noch einen bekommen? Kraft plus? Nee, ich, aber den können wir, glaube ich... Den könnten wir uns bald holen, ne? Ja, ich glaube, das ist es. Den können wir uns bald holen. KP regenerieren sich während des Kampfes langsam. Ich glaube, wenn du das drin hast und den Verteidigungsorden, ist halt auch ziemlich geil. Gruppenfokus, bla bla bla, Doppelangriff, Anti-V-Hieb. Anti-V-Hieb ist sicherlich auch ganz geil, aber ich bin mit meinen Erdbeben und Superbeben da aktuell sehr zufrieden. Sprungangriffe sind für mich gerade sowieso nichts. Ach, wisst ihr was? Ich werde mal... KP Plus habe ich ja noch drin, BP Plus, könnte ich auch alles raustun. So langsam, allmählich, ne? Ja. Was hatte ich jetzt gesagt? Ich wollte Fluchtlohn machen. Ja. Zahltag, Stachelschild, Feuerschild, Glück gehabt. Tu mir nichts, Kampfrausch. Verteidigung Plus. Meditation. Herzilein, Gruppenfokus. Ja, komm. Ich mach den Verteidigungs-Plus-Orden rein. Und bin ich mal in Gefahr, erhöht sich seine Angriffskraft. Ja, keine Ahnung. Wegen dem einen Punkt. Jetzt hier rumeiern. Machen noch den Wirbelschlag mit rein. Aktuell ist, glaube ich, mit dem Hammer sowieso besser, wenn ich da ein bisschen, ne? Powerhauer. Ich mach den Wirbelschlag noch mit rein. So. Erstmal für den Anfang. Ja hier, ich weiß nicht. Brauche ich irgendwas Neues, glaube ich, noch. Oder ich muss darüber. Hier. Was war hier? Warum kam ich hier nicht weiter? Hier war eine Röhre. Ach so, hier war das irgendwie und da ist alles so hochgelegen, ne? Ja. Hier war alles so hochgelegen. Aber kann ich da trotzdem rüberspringen, auch wenn die unsichtbar sind? Nee. Ist halt die Frage, kann ich da irgendwas machen? Nee, ich glaube nicht. So, wo ging's hier lang? Ich will hier nochmal kurz erforschen. Und irgendwo kam er auch nicht weiter, weil wir einen Hammer gebraucht haben, glaube ich. Achso, er war hier. Genau, der hat uns immer so komisches Zeug verkauft, ne? Da wollte ich auch nochmal von euch wissen, ob man da irgendwas krasses bekommen kann. Aber irgendwo hat man auch noch einen Block. Irgendwo hat man noch einen Block. Und da... konnte man jetzt mit dem neuen Hammer durchhauen. Die Frage ist bloß, wo ist der? So, jetzt kommt erstmal der Cooper wieder. Hilfe! Na? So, den ignoriere ich erstmal. Sorry Leute, ich muss auch erstmal wieder reinkommen. Ist schon etwas länger her. Aktuell war ich etwas
krank jetzt diese Woche. Musste mich erstmal wieder ein bisschen erholen. Aber mittlerweile geht's mir wieder, ja, halbwegs gut. Aber ich bin noch nicht auf dem besten Stand. So, warte mal, wo war das denn? Hier war das auch nicht. Dann war das doch in der anderen Richtung. Irgendwo hatten wir auf jeden Fall so einen Block, wo man nicht weiterkam. Bin ich mir fast sicher. Tja, Erforschung gehört halt auch dazu, Leute. Und auch wenn wir heute nicht so krassen Progress machen, gehört es halt trotzdem manchmal dazu, dass man einfach nochmal Sachen sich nochmal anguckt. So. Ich glaube, dann war es in der Richtung hier, ne? Irgendwo, wo wir gerade nicht weiterkamen. Wenn ich jetzt hier nach oben gehe, komme ich da auch irgendwo? Nee, das geht ins Leere. Irgendwo hat man noch so einen Block. Ich bin mir ziemlich sicher. Ach ja. Ob das hier war, keine Ahnung. We will see. Stimmt, hier kann man noch nach oben. Oh ja, sehr gut geblockt. Okay, hier könnte ich jetzt zum Beispiel wunderbar unsere Sterne... Ah ne, kann ich nicht. Ich habe gerade keine Sternenergie. Hammer funktioniert nicht. Okay, da kann ich nur jumpen. Aber was ich machen kann, ist Mitglied wechseln. Auf Bombette. Und da haben wir die Megabombe, die alle Gegner trifft. Und die macht, glaube ich, auch 8 Schaden, ne? 7, okay. Trotzdem sehr gut. So geil, ey. Ich muss erstmal wieder ein bisschen zelebrieren. Keine Erfahrungspunkte bekommen? Oh, wie traurig. Da bräuchte ich ja fast mal den... Warte mal, den haben wir doch auch irgendwo noch, ne? Der kostet doch, glaube ich, auch nur einen Punkt. Warte mal. Alle aktiven Orden. Mache ich den Wirbelschlag erstmal raus. War das nicht... Was waren das hier für ein Orden? Erstschlagorden, Fluchtlohn, Protektor... Speedwirbel? Den könnten wir eigentlich auch mal... Hier, Erstangriff. Gerade jetzt, wenn wir das hier machen, können wir den vielleicht gebrauchen. Okay, hier geht einfach eine fette Röhre nach oben. Aber irgendwo war doch noch so ein Block, oder? Bin ich doof? Wenn ich da runtergesprungen bin, ist ja auch nichts passiert. Wo war denn das? So, warte mal, hier? Nee, hä? War das hier? Nee, hier hab ich so ein Ding bekommen. Geil. Ja, das ist gut. Das ist gut. Für das Gebiet ist es jetzt gerade sehr gut. Okay, dann war das hier auch nicht. Oder bin ich gerade verwirrt? Haben wir denn hier nicht irgendwo... Gott. Zack. Sieht man da immer nur eine Münze? Ist das traurig. Nein! Boah, vor allem... Ey. Da fliehe ich doch lieber, oder? Strategie fliehen. Okay, ich glaube, je stärker der Gegner ist... Ich verliere Geld, wenn ich fliehe? Okay. Das war ja dumm. Shit. Mann! Das ist richtig gut. Okay, das müssen wir nochmal üben. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal üben. Okay, jetzt haben wir. Wow. Dafür kriege ich nur eine Münze. Okay. Müssen wir nochmal üben. Gut, wo ging es hier lang? Noch mehr von denen. Da war eine Ki... Okay, ich bin komplett verwirrt. Hä? Wir hatten doch irgendwo... War nicht irgendwo so ein Abschnitt, wo wir nicht weiterkamen? Wo geht's hier durch die Röhre?
Ah, hier. Ich habe ihn gefunden, den Abschnitt. Yay. Cool, Leute. Hat ja nur eine halbe Stunde gedauert. Ja, sorry. Ah, okay. Hier kann ich einfach nur einen upgraden. Ja, dann sind wir hier unten fertig, oder? Ich glaube, das war das Letzte. Dann sind wir fertig hier unten. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Nee, warte. Klar. Also, da haben wir noch den Abschnitt, wo wir irgendwie, keine Ahnung, fliegen müssen. Oder so. Ja, wen grade ich jetzt ab? Ich finde Boo eigentlich noch ganz geil. Weil die kann halt, ne, diese Fähigkeit. Ich glaube, die würde ich als nächstes upgraden wieder. So, Boo wurde in den Ultrarang aufgestuft. Die fühle ich halt sehr. Okay. Dann, das war diese Stelle, die ich finden wollte. Tut mir leid. Hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert, als ich wollte. Aber wir haben es gefunden. Das ist ja die Hauptsache, ne? So, und als nächstes, ich habe keine Ahnung, brauchen wir da... Achso. Brauchen wir da jetzt vielleicht... Da brauchen wir bestimmt einen neuen Mitstreiter. Und dann können wir irgendwie doppelt so hoch springen oder sowas. Ich habe keinen Plan. Irgendwie so. Irgendwie sowas in der Art. So, hier kommen wir jetzt erstmal wieder raus, ne? Zack. Geil. We are back in Todd Town. So, jetzt ist die große Frage, wie geht's denn jetzt weiter? Wie viele Sterne? Wir haben 24 Sternsplitter. Wir brauchen noch einen Sternsplitter. Einen. Dann können wir unsere Angriffskraft erhöhen. Ist es uns das wert? Das ist halt die Frage. Naja, mal gucken. Okay, hi. Die Blütenfelder sind wegen Bowsers Horten völlig verzweifelt. Verzweifelt? Bitte rette uns. Knospis kommen aus einem Land namens Blütenfelder. Man sagt, dass dieses Land in Schwierigkeiten stecken soll. Um zu den Blütenfeldern zu gelangen, benötigt man 4 Samen, die nur die Knospis besitzen. Aber wo sind die Knospis? Bitte, Mario, du musst nach den Knospis suchen und die Samen von ihnen holen. Vielleicht kann dir Merlons Weisheit weiterhelfen. Aber wir haben doch 4 Samen jetzt, oder? Wow, du hast mir den Samen... Haben wir nicht schon 5 Samen? Ich glaube, wir haben sogar schon 5 Samen gepflanzt. I'm not sure. Jo, da kommen wir direkt ins nächste Kapitel, wenn wir wollen. Geil. Ich dachte, das ist so ein Bonus-Ding, aber das ist tatsächlich storyrelevant. Wahnsinn. Ja, cool. Ja! Zuerst sah es so aus, als würden die Blumen einfach nur blühen, aber plötzlich erschien eine Tür. Von hier aus musst du zu den Blütenfeldern gelangen können. Mario, die Blütenfelder brauchen deine Hilfe. Ist ja gut. Was macht Colorado hier? Hey Colorado, was los? Sei gegrüßt, alter Junge. Vor dir liegt der Wanderpfad, aber... Was? Sei gegrüßt, alter Junge. Vor dir liegt der Wanderpfad. Aber Kenzie Cooper versperrt den Weg. Kenzie Cooper? Er ist ziemlich stark. Ich würde sogar sagen, brutal stark. Das ist vermutlich nicht so gut. Es gibt nichts, was ich da tun kann. Ich muss einen geheimen Weg nach Cooperheim finden. Kenzie Cooper? Wer ist denn Kenzie Cooper? Ey, den baller mal doch weg, oder? Brutal stark? Was heißt denn brutal stark? So, wir erfrischen uns erstmal. Ja, Leute. Viel passiert ist heute nicht in dem Part. Wir haben Colorado ein bisschen beglückt. Wir haben ein paar Wundersamen bekommen. Wir haben in der Kanalisation so ein bisschen ausgeweitet. Das ist passiert. Wir haben ein bisschen Geld. Minimal. Können wir uns noch was Schönes kaufen vielleicht zum Partende? Was ist denn das hier? Der Ausweicher. Klappt das Action-Kommando, wird... Boah, das kann man... Kann man das stacken? Das ist natürlich eine feine Sache. Bringt bei Boden- und Deckengegnern größten Schaden. Das Mega-Beben sogar noch. Erhöht Gesamt-KP um 5. Ja, das brauche ich nicht. Aber das Ding... Ich glaube, das ist ganz geil, oder? Wenn man da wirklich dann drin ist und dann jedes Mal Verteidigung 2 Schaden weniger bekommt, wenn man gut blocken kann.
kann ganz gut werden. Aber Leute, ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. Ich lese hier nochmal kurz die Nachrichten. Beschwerdeecke. Ich habe mir ein Set von Fotos der Prinzessin gekauft. Aber das war totaler Betrug. Ich habe 100 Münzen bezahlt, habe aber nur 3 Fotos bekommen, die noch dazu total unscharf waren. Das war das absolute Gegenteil von guten Bildern. Gib mir mein Geld zurück, du Schwindler. Ein großer Fan der Prinzessin. No. Und hier? Tata News. Wird der Wanderpfad bald mautpflichtig? Ein riesiger Cooper versperrt den Wanderpfad zwischen Cooperheim und Toptown. Die gigantische Kreatur, die sich selbst St. Kent C. Cooper nennt, verlangt Wegzoll von jedem Passanten. Sollte die Zahlung verweigert werden, bleibt die Straße blockiert. Diese Erpressung muss so schnell wie möglich aufhören. Jeder Vorschlag ist willkommen. Einstweilen empfehlen wir, genügend Geld dabei zu haben, wenn Sie nach Cooperheim unterwegs sind. Wir haben zum Glück eine Röhre. Aber ich will trotzdem mal gucken. Ich würde den gerne mal im nächsten Part herausfordern. Leute, das machen wir. Bis zum nächsten Mal zu Paper Mario. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.